Der erste FC Kaiserslautern hat die Sensation geschafft. Die Mannschaft ist als erster Aufsteiger in der Bundesliga-Geschichte deutscher Fußballmeister. Die Entscheidung fiel bereits heute, am vorletzten Spieltag. Der Moment, in dem die Meisterschaft perfekt war. Der Moment, in dem bei Otto Rehhagel und in Kaiserslautern alle Dämme brachen. Der FCK schreibt Fußballgeschichte. Vom Aufsteiger zum Meister, das hat es noch nie gegeben. Der letzte Schritt heute gegen Wolfsburg passte zur Stimmung. Der FCK spielte meisterlich. Schon nach 24 Minuten die Führung, Olaf Marschall, Saisontor Nummer 19. Auf Marschall hatte Rehhagel gesetzt und der machte im zweiten Durchgang, was er wollte. 50. Minute, Marschall der Wegbereiter zum 2:0. Martin Wagner hat leichtes Spiel. Die Vorentscheidung. Und von da an wurde aus dem Pflichtspiel die Meisterkür. Der FCK den Wolfsburgern immer einen Schritt voraus, allen voran Olaf Marschall. Das 3:0, wieder der Torjäger des neuen Meisters. Und weil aller guten Dinge vier sind, war Marschall auch am Schlusspunkt beteiligt. Sein Kopfball, vom Pfosten springt er zu Riesche. Das 4:0 passend zum Jahr. Der FCK spielte Spitze und ist Spitze vom vierten Spieltag an bis heute. Und jetzt geht der erste FC Kaiserslautern in den wohlverdienten Feierabend. Statt der erhofften Titelverteidigung gab es Frust im Duisburger Wedau-Stadion. Beim MSV kam der FC Bayern in Rot-Blau über ein 0:0 nicht hinaus. Schlimmer noch, der Rekordmeister hatte sogar Glück, die Generalprobe des Pokalfinals am Ende nicht noch zu verlieren. Die Zebras von Beginn an aggressiver und torgefährlicher, Thomas Scheito nach 10 Minuten. Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts an der Duisburger Überlegenheit. Es fehlte nur ein bisschen Glück, wie hier bei Uwe Spies. Und am Ende konnten sich die Lauterer auch noch bei Thomas Gill bedanken, denn der verhinderte mit diesem Reflex einen unverdienten Bayern-Sieg. Die weiteren Ergebnisse des 33. Spieltages, Karlsruhe-Stuttgart 4:2, Bremen-Bochum 1:0, 1860 München-Schalke 1:0, Bielefeld-Köln 2:1, Leverkusen-Berlin 0:1, Dortmund-Hamburg 0:1, Mönchengladbach-Rostock 5:2.